Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder YouTube Live. Und da sind wir. Es gibt tägliche Belohnungen, die nehme ich in Anspruch. Ich krieg sogar zwei. Dankeschön. 24.000 Abos einfach geschenkt bekommen. Bin ich auf jeden Fall dabei. Ich gehe jetzt rein in meine Wohnung. Ich würde jetzt sagen, ich lege mich erstmal kurz schlafen, dann machen wir das nächste Video. Weil so muss ein Tag als YouTuber natürlich anfangen. Jetzt zocken wir hier nochmal ein bisschen. So. Und essen dann. Obwohl, essen geht gut. Na, egal. Wasser trinken. Wasser muss man immer trinken, Leute. Und dann nehmen wir das nächste Video auf. Und zwar, Adopters habe ich freigeschaltet. Okay, dann spielen wir heute das erste Mal Adopters. Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir das erste Mal Adopters. Und der Roboter greift an, Leute. Ich muss das Video jetzt schnell fertig machen, um die Stadt zu verteidigen. Bitte schnell, schnell, schnell. Der PC ist kaputt. Nein, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch zum Roboter schaffe. Please, bitte schnell. Okay, schneiden, schneiden. Das muss jetzt ein schneller Schnitt werden. Tut mir leid, wenn ich daneben bin. Aber das muss schnell raus. So, hochladen. Schnell runter dem Roboter. Roboter, komm her. Ja, ich hab's geschafft. Nein, ich hab's nicht geschafft. Nein. Oh Gott, ich hab's nicht geschafft, Leute. Darüber erstmal ein Livestream. Jo, Leute, ich hab's nicht geschafft. Ich hab's einfach nicht geschafft. Aber mein Video ging gut ab. Ich hab 100.000 Subs mit dem Video gemacht. Krass. Oh Gott, ich dachte gerade wirklich, Ach Mensch, jetzt will ich nicht mehr. Ich wollte, wenn nämlich unbedingt mal den Roboter besiegen, weil der Typ hier vor so weint. Das ist so traurig, weil der Roboter seinen Kanal gehackt hat. Und ihr glaubt es nicht, aber ich wurde jetzt schon so oft von dem Roboter besiegt. Ich weiß selbst nicht, warum ich so blöd bin. Ich guck mal in den Update-Store rein, ob ich mir hier was leisten kann. Ihr kennt das, ihr geht auch gerne mal zu Saturn und guckt euch die Sachen an, die ihr euch nicht leisten könnt. Wie das hier. Könnte ich mir nicht leisten. So ein Zwei-Bildschirm-Setup hole ich mir jetzt aber. Ein Zwei-Bildschirm-Setup muss da drin sein, weil sonst kann man echt nicht arbeiten. Das ist das Minimum, das man braucht. Wirklich. Tipp, Essen und Energie ist nur fürs Sprinten. Echt? Ich sprinte aber gerne. Was stand da unten rechts? Gratuliere. New Part, 1 Million Play-Button erhalten. GG. Ey, warum ist mein linker Bildschirm nicht an? Was soll das denn? Hör auf, Videos zu machen, Noob. Okay. Das war schlecht. Ja gut, ich hab ein bisschen beim Schnitt jetzt gehasselt, aber langweilig. Selber langweilig, Stickstan. Kann doch nicht wahr sein, dass sie heute sowas zu mir sagen. Wir nehmen erstmal das nächste Video auf. Aber ganz im Ernst, Adopt Me ist so ein Spiel, ich wüsste nicht, was ich da tun sollte. Also ja, ich könnte Roleplay-Spiele machen und so. Und ich hätte da bestimmt auch Spaß, wenn ich zusammen mit Victor oder so ein Video aufnehmen würde. Aber alleine ein Adopt Me-Video, ich wüsste nicht, was ich anfangen sollte. Genauso in Mad City und so. Das sind Spiele, in denen es keine Story und kein Progress gibt. Dementsprechend sehe ich keinen Sinn, da alleine was aufzunehmen. Das würde ich alles eher zusammen mit anderen Leuten machen. So, jetzt hier erstmal schlafen. Einfach schon wieder 100.000 Abos dazu bekommen. 602.000 Aufruf, der Kanal ist am Boomen. Wenn ihr einen Kanal habt, der so gute Klicks macht, so viel Abos macht, Digga, dann seid ihr steinreich. Also wirklich. Und wenn das dann wirklich Roblox-Videos sind, wo ihr euch einfach hinsetzt und so ein Video, guckt mal, wie schnell das geht. Ich setze mich hier hin. Das, jetzt trendet das, was ich nicht spielen kann, aber egal. Pet-Simulator. Cube-Pet ist Pet-Simulator, das weiß ich. So. So, das war die Aufnahme. Und dann ist der PC kaputt. Den fixt man extrem schnell hier einfach so. Dritt, passiert. Und dann bam. Und dann Schnitt sind einfach 3 Cutsätze und das war's. Ich meine, für wen hält das Spiel mich für... So, und dann einfach hochladen. Digga, wenn ihr sowas macht und dann 600.000 Abonnenten bekommt, ihr seid steinreich. Also wirklich, dann habt ihr ausgesorgt im Leben. Jetzt geht's wieder ab. Das Video ist... Es ist nicht zu fassen. Aber es gibt ja Cutter. Und ich wette, so einen Cutter kann ich mir aber natürlich mal wieder nicht leisten. Obwohl ich kurz vor den... Nee, ich krieg jetzt... Ich hab die 1 Million Abonnenten! So, und jetzt kriege ich aber auch hier auf mal endlich ein gutes Smartphone, ne? Ja. So, jetzt kann ich endlich mal auf meinem Samsung Galaxy S1 oder was auch immer das ist, Stream. So, wo kann ich mir jetzt einen Cutter holen? Schreibt mir das mal in den Chat. Ich schaue mich so lange hier einfach um. Oder kann ich den aus der Truhe ziehen? Stellt euch vor, man zieht einen Cutter aus einer Truhe. Ich öffne eine Truhe. Obwohl, hier kann man doch nur Müll rausbekommen. Das will ich alles nicht. Nee. So, das bringt mir ja alles nichts, wenn ich hier mit denen rede. Eine Wohnung kann ich mir auch noch nicht leisten. Dafür müsste ich ein bisschen sparen. Beim Studio kannst du Editors holen. Beim Studio, da hinten. Dann gehen wir mal to the Studios. Hey, Bro, ich interagiere mal mit dir. Du hast 1 Kanäle. Um einen neuen Kanal zu starten, brauchst du 10 Billionen Abonnenten. Alles klar. Starte ein neues Kanal. Studios, Garage. 2. Info. 50 Merch-Lager, 1 Mitarbeiter. Bald verfügbar. Du brauchst 2 Kanäle, um in Garage zuzugreifen. Interessant. Okay, man baut sich dann irgendwie ein Unternehmen auf. Zwar ziemlich spät, weil ich finde, ab 1 Million Abonnenten, wenn der Kanal so gut läuft, wie er halt läuft, dann läuft er auf jeden Fall. Aber na gut, scheinbar brauche ich ein paar mehr Subs dafür. Schade. Ah, dann weiß ich ja, dass ich hustlen muss. Und zwar, um der größte YouTuber aller Zeiten zu werden. Ja, und dafür legen wir uns noch einmal schlafen hier. Noch einmal zocken. Und dann hustlen wir jetzt einfach rein. Wir hustlen jetzt die Videos durchzumachen, damit wir die zumindest schon mal die 10 Millionen Abonnenten bekommen. You purchased milk. Milch. Aber vergesst nicht, Leute, Milch ist Gift.
Einen Apfel müsst ihr auch immer essen. So, und jetzt spielen wir Cuphead, das gerade trendet immer noch. Oh, dann habe ich das vage Gefühl, dass mein Video zu spät kommt, weil der Trend da gerade vorbei ist. Aber wir versuchen es. Wir machen jetzt ein Video zu Pet Simulator X. Ist. Das Pet ganz traurig. Und dann ist. Das finde ich gut. Das ist eine schöne Hommage an Pet Simulator, dass man seine kleinen Pets einfach zwingt, Goldcoins zu essen. Finde ich sehr gut. Ey, und sorry Leute, dass ich das Video unterbreche, aber habe ich gerade Hommage gesagt? Was heißt das überhaupt? Na egal, vergesst nicht, das Video zu liken und abonnieren. Weiter geht's. Und das Video trendet. Es macht 3 Millionen Aufrufe sogar. Es macht fast 4 Millionen Aufrufe, 300.000 Abonnenten. Ich kann mir so viel neues Zeug leisten. Und solange das weiter trendet, mache ich auch weiter Videos dazu. Weil Trends muss man mitnehmen, Leute. Trends muss man wirklich mitnehmen. Gerade in diesem Spiel bringt das einem so viel, wenn man Trends mitnimmt. Und das machen wir jetzt. Einfach reinballern. So, eat. Ich finde das so lustig, wie das Pet dann so traurig ist. Das ist süß. So, veröffentlichen. Dann nochmal schlafen, während das Video hochlädt. Laut schneller hoch. So, und während das Video trendet, machen wir direkt das nächste Video dazu. So muss der Hustle sein, Leute. So und nicht anders. So, und dann laden wir das Ding noch hoch. Zocken hier ein bisschen. Okay, das sieht irgendwie nicht so aus wie zocken, aber egal. Und dann essen wir noch ein bisschen was. Oh, Pfannkuchen. Oh, ja, heute wird sich mal gegönnt, Leute. Mm. Und dann wird das nächste Video aufgenommen. Und ich würde sagen, trotzdem ein bisschen Cuphead. Cuphead ist immer gut. Auch wenn es nicht mehr trendet, machen wir noch ein Video dazu. Weil die Fans, die erwarten das natürlich. Oh, das war ein guter Cut. Ich versuche aber gar nicht mehr so auf Krampf gute Cuts hinzukriegen, weil ich kann das einfach nicht in solchen Spielen. Solche Minigames kann ich nicht. Dafür bin ich zu blöd. Oh, hinten ist Daniel. Ich muss Hallo sagen zu Daniel. Nee, ich muss jetzt eigentlich mal das ganze Geld, das ich habe, nehmen. Daniel, hey, Daniel. Daniel, wie geht's? Oh mein Gott, Paul. Paul, wie geht's? Paul, hey. Okay, dann nicht. Mir ein besseres Setup kaufen hier. Weil der PC, der geht ziemlich häufig kaputt. Und ich glaube, ich kaufe mir einfach mal einen neuen PC. Was haben wir denn da? 600.000 für den Hazer-PC hole ich mir. Habe ich noch 400.000 übrig und die gebe ich aus für ein besseres Mikrofon, weil ich habe bisher immer noch kein gutes Mikrofon, ne? Mm, 420.000 für das Hazer Microphone. Aber ich hätte ehrlich gesagt nicht so gern Hazer Microphone. Das Hyper-Y sieht ganz gut aus. Die meisten Mikrofone hier sehen echt nicht gut aus. Naja, da habe ich noch 8.000 Cash übrig. So, gehen wir wieder rein und nehmen dann die nächsten Videos auf. Das ist natürlich immer funny und glücklich sein, um ein Video aufzunehmen. Das ist auch so ein Grund. Ich zum Beispiel habe diese Woche keine richtige Motivation gehabt, Videos zu machen. Deswegen habe ich sie auch ziemlich schleifen lassen. In einigen Tagen keine Videos gemacht. Ich produziere natürlich immer vor. Und auch heute, wo ich hier jetzt streame, habe ich kein Video aufgenommen. Ich muss jetzt hier aus dem Stream Videos rausschneiden, sonst habe ich nicht genug Videos für nächste Woche. Man muss halt manchmal durchhasseln, auch wenn man nicht so wirklich in der Laune dafür ist. Naja, schlafen wir hier mal, weil meine Energie geht richtig runter. So, das Video, das läuft auch gut. Ey, die Videos laufen alle so gut in diesem Spiel. Es ist nicht zu fassen. So, dann gönnen wir uns nochmal Pfannkuchen. Mmh. Das ist das, wenn man reich wird, dann gönnt man sich den ganzen Tag nur noch Pfannkuchen und dann wird man fett, Leute. Wartet ab, wenn ich erstmal reich bin, wenn mein Kanal viel zu gut läuft, Leute, dann werde ich fett. Aber während ich hier die ganzen Videos produziere und der größte YouTuber aller Zeiten werde, können wir doch mal über andere YouTuber lästern. Lass mal über Victor lästern. Leute, schreibt mal irgendwas Schlechtes über Victor in den Chat. Ja, Energie braucht man immer. Weil Leute, wenn ihr müde seid, dann könnt ihr nicht aufnehmen. Dann merkt ihr das später, wenn ihr das Video anguckt. Victor ist kein Haus, so true. Victor sieht cringe aus, not gonna lie, ja. Victor so cringe. Oh Gott, das sind ein paar Nachrichten, die werden zurückgehalten von YouTube. Die lasse ich auch einfach mal zurückgehalten. Okay, ich glaube, wir lassen das sein, über Victor zu lästern. Geht ein bisschen weit hier. Bam, 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 bam. Alles klar, alles an derselben Stelle. Dieses Minispiel, das macht so viel Spaß. Ich habe gestern ein Spiel aufgenommen. Das Video dazu kommt, glaube ich, in so anderthalb Wochen. Da gab es das gleiche Minispiel, aber das ist so viel schlechter umgesetzt. Das fühlt sich an wie Arbeit. Und hier ist dieses Aufnahme-Minispiel eigentlich voll spaßig. Leute, wenn Victor davon hört, was ihr über ihn schreibt, ich werde das alles Victor sagen. Also das ist echt frech. Zocken, essen und dann wieder aufnehmen. Aber eigentlich ist bei mir der Alltag chillen, also schlafen, dann essen, dann aufnehmen und dann, wenn der Tag erfolgreich war, dann zocken. Victors zweitbeste YouTuber. Ja, der beste ist immer noch Captain Disillusion. Ich krieg schon wieder Hate-Kommentare. Du nervst! Panda-Girl, das merke ich mir. Hör auf mit YouTube. Vielleicht höre ich auch auf mit YouTube, wenn du das weiterschreibst. So, Leben ist das härteste. Ja, so hartes Leben jetzt auch wieder nicht. So, ich will jetzt die 10 Millionen Abonnenten haben. Das ist mein Goal, weil die 10 Billionen Abonnenten, daraus wird nichts. Also for real, daraus kann nichts werden. Aber hier, die Videos laufen gut. Ich krieg gut Abonnenten dazu. Stellt euch vor, ihr habt so einen großen Kanal. Und das nur durch Cuphead. Naja, ich hoffe, ich habe die 10 Millionen Abonnenten gleich. Wir brauchen eigentlich einen Trend.
Wir brauchen einen Trend, Leute. Robot is attacking, endlich. Komm ran, Minion. So, stell dir vor, du hast so einen Kanal. Wenn ich so einen Kanal hätte, dann wäre das Leben chillig. Dann könnte ich nur noch die Videos machen, auf die ich Bock habe. So, okay, ich muss jetzt wirklich ausweichen. Bitte hör auf zu schießen, du machst mir Angst. Du machst mir so große Angst. Ich habe so große Angst vor diesem Roboter, weil der hat mich schon so oft getötet jetzt, also dreimal. Ich will wirklich nicht nochmal gegen diesen Roboter sterben. Und jetzt kommt der Laser. Okay, der Laser ist in Ordnung, der ist in Ordnung. Mit dem kann ich leben, der Laser ist in Ordnung. Aber dieser andere Laser, der auf mich schießt und ich muss ausweichen, das kriege ich nicht hin, weil ich laufe da immer rein. Solange diese Angriffspattern hier gleich bleiben, ist alles gut. Dann bin ich zufrieden, dann bin ich absolut glücklich. Ja, einfach weitermachen. Und Leute, ihr müsst ihm mal auf den Kopf schießen. Es kann nicht sein, dass der so lange braucht, bis er down ist. Ich will wirklich nicht sterben, Leute. Ballert einfach mal auf den Roboter. Oh Gott, wir sind schon so dezimiert worden. Jetzt kommt das. Bitte nicht auf mich schießen. Nein, nicht auf mich schießen. Ah, bitte schieß nicht auf mich. Ah, wirklich, diese Laser. Ich habe so große Angst, dass ich einfach die Richtung im falschen Moment wechsle oder so. Weil die Laser, die machen auf mich One-Hit. Das Angriffspattern ist gut. Das kriege ich hin. Das ist easy. Da weiß ich ja, wo es hinschießt und kann lang genug vorher weglaufen. Aber diese anderen Laser, oh, das ist so stressig für mich. Vor allem, wir sind nur noch drei. Wir waren vorhin sehr viel mehr, Leute. Bitte nicht mehr. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht das Angriffspattern so kurz vom Ziel. Bitte, 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 bitte. Ja! Oh! Oh! Ahu! Ahu! 5 Millionen... Reference. Okay. Reference, I guess. Dann machen wir mal wieder ein Video. Ah nein, warte, wir machen erstmal kein Video. Ich habe den Roboter besiegt. Und ich will mit dir sprechen, Bruder. Ich habe ihn besiegt. Schlutz, oh hallo. Ja, okay, okay. Der hat keine Storyline für mich. Na gut, ich dachte, dass er wenigstens, nachdem ich ihn besiegt habe, was zu sagen hat. Dann scheinbar nicht. Lebenshart. Einmal kurz schlafen. Einmal kurz zocken. Du bist super, das weiß ich doch. Einmal kurz essen und einmal kurz ein Video aufnehmen. CubePad. Jetzt noch ein Trend in das Spiel, wäre krass. Naja. Das kommt halt. Irgendwann kommen die Trends wieder. Das ist immer so. Man soll sich nicht darauf verlassen, dass man immer im Hype-Zustand ist, sondern man soll sich über die Trends, die man mitnehmen kann, freuen. Ich bin ein Fan. Ich auch. Du kannst dir das nicht leisten. Oh, danke, dass ich mir einen PC nicht leisten kann. Oh, das war ein richtig schlechter Cut. Lol. Naja. Wie heißt das Game? Das heißt YouTube Live. Ah, Mensch. Ich find's blöd, dass der so schnell hochlädt. Na gut, wir nutzen die Reference. Wir nutzen das jetzt einfach. Gibt mir 1,5 mal so viele Views. Und viele Views sind viel Geld. Ihr wisst Bescheid. Weißt du, was mein Traum ist? Nee, woher soll ich das denn wissen? Das wäre ziemlich creepy, wenn ich das wüsste, oder? So. Unglaublich! Ja, ich weiß. Mein PC ist kaputt. Nicht während der Aufnahme. Nein, die Aufnahme ist kaputt. Ich muss sie reparieren. Ah, die Aufnahme ist gerettet worden. Gott sei Dank, ich konnte das Video neu rendern. Alles wieder in Ordnung. Das sind so Struggle, die hat man wirklich. Je mehr Videos man macht, desto häufiger kommt es vor, dass man genau diesen Struggle hat. Aber ich habe sehr viel Erfahrung mit PCs, mit Rendering, mit allem eigentlich. Dementsprechend gibt es bei mir eigentlich selten Probleme, die mich wirklich vor Herausforderungen stellen. Die meiste Zeit denke ich mir einfach nur, alles ist chillig. So, ich krieg 800.000 Abonnenten einfach pro Video. Das bedeutet, ich müsste doch jetzt eigentlich schon die 10 Millionen haben, oder? Please? Schon wieder kaputt. Ich brauche einen neuen PC, Leute. Ich wusste, dass dieser Hazer-PC zu nichts taugt. Ich brauche schon wieder einen neuen PC. Aber das ist alles so teuer in diesem Spiel, Leute. Hochladen und veröffentlichen. Und ich habe 8,4 Millionen. Okay. Spielst du mal Jailbreak? Nur wenn ich einen richtigen Grund dafür habe. Wie gesagt, es gibt Spiele, die würde ich nur zusammen mit anderen Leuten spielen. Und andere Leute sind gerade nicht da. Alleine machen viele Spiele keinen Sinn. Zumindest für mich nicht. Oh, zwei gute Cuts und ein mittelmäßiger Cut, okay. Trotzdem, 96% ist, glaube ich, der beste Schnitt, den ich bisher hatte. Das wird ein Banger, Leute, das wird ein Banger. Und ja, das wird ein Banger. Stellt euch vor, ihr macht einfach auf dem Video über 6 Millionen Aufrufe. Einfach 7 Millionen Aufrufe. Und da habe ich ihn, den 10 Millionen Play-Button. Liebe deine Roblox-Studio-Videos. Ja, ich auch. Ich würde da gerne mehr von machen, aber die brauchen halt Vorbereitung. Und Vorbereitung ist nicht immer drin. Aber für 10 Millionen habe ich... Oh, ich habe ein neues Telefon, Leute. Leute, Livestream von meinem neuen Telefon wurde mir gesponsert von Harry. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Da steht da auch nicht, wie er heißt. Okay. Ich werde jetzt aber erstmal von meinem Cash Money mir neues Equipment kaufen, weil ich brauche natürlich noch eine bessere Webcam. Und da hole ich mir dann die für 1,6 Millionen, die Peer Camera. Ich überspringe Hazer, keiner mag Hazer. Keyboard ist immer wichtig, da habe ich momentan gerade mal das Blue Keyboard. Puh. Also jetzt hole ich mir das gute Peer Keyboard und für die Peer Maus ist dann wahrscheinlich kein Geld mehr drin. Nee, dann hole ich mir die Hazer Maus. Besser als nichts. Wetten, dein PC geht so oft kaputt, weil du AMD-Sachen hast. AMD ist eigentlich gar nicht schlecht. Problematisch sind nur Grafikkarten von AMD, wenn man Videos schneidet. Ich will jetzt nicht sagen, dass Grafikkarten von AMD grundsätzlich schlecht sind. Die haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Aber nicht, wenn ihr sie zum Rendern von Videos
und schon gar nicht zum Rendern von 3D-Zeugs benötigt, weil darin sind die nicht gut. Überbewertet, selber überbewertet. The robot is attacking. Nein, ich nehme gerade ein Video auf. Aber ich glaube, in dem Spiel muss ich jetzt noch eine Menge reinhasseln, damit ich mir ein Studio leisten kann. Und das muss ich wahrscheinlich dann offscreen machen. Weil sonst dauert das zu lange, sonst verbringe ich hier zu viel Zeit in der Aufnahme, in dem Stream. Ich mache jetzt noch das Video, gucke, ob ich den Roboter jetzt noch kriege. Was hast du für ein Handy? Ein gutes. Siehst du doch. Nein, schon wieder zu spät. Na gut. Und dann würde ich sagen, ich habe die 10 Millionen Abonnenten. Wir sehen uns wieder, wenn ich die 10 Milliarden... Ich werde die 10 Milliarden nicht so schnell kriegen. Das wird ewig dauern. Ich müsste das Spiel richtig hart hustlen, privat. Ich weiß gar nicht, ob ich die Zeit dafür habe, das privat so weit zu hustlen. Das war's aber auf jeden Fall erstmal mit YouTube Live. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Schaut euch gerne das Video in der Endcard an. Bis dann und ciao!